Für die Fahrzeuge, um die es jetzt geht, bräuchte mir ja auch keinen Führerschein. Haben Sie es gelesen? Diese Woche? Ja? Die Polizei auf Norderney geht in Zukunft mit E-Scootern auf Streife. Ah, eine bundesweite Premiere. Mich hat das überrascht. Ich sag's ganz ehrlich. Bisher dachte ich bei Scooter und Insel eher an HP Baxter und Ibiza. Hyper, hyper! Eins ist klar. Egal wie viel Watt die Scooter haben, Norderney hat mehr Watt. Das steht fest. Ja, aber... Oh, das ist schön. Aber ganz im Ernst, sag mal, womit wollen die dann so Demonstrationen auflösen? Mit Wasserpistolen? Oder, also, und als Sirene haben sie wahrscheinlich hinten drauf so eine Babyrobbe, so einen kleinen Heuler. Also wir müssten die Scooter schon wenigstens ein bisschen aufmotzen. So, keine Ahnung, 100 km/h, ja. Oder? Mit so einem Bengalo im Arm. Oh Gott. Okay. Oh Gott. Naja, gut, okay. Die gute Nachricht, die Feuerwehr auf Norderney ist immerhin immer noch mit den schnellen Tretautos unterwegs. Also das ist auf jeden Fall gesaved. Die Polizei auf E-Scootern. Ey, was ist eigentlich, wenn die dann jetzt einen Verbrecher verhaften? Ja. Wie transportieren sie den dann? Rufen sie die Kollegen, die kommen dann mit dem Fahrradanhänger vorbei oder was? Ach gut. Ich weiß es nicht. Mal mit. Außerdem, was ist, wenn das Akku leer ist? Stehen bleiben oder wir schieben! Weißt du das so? Bei der ganzen Diskussion, ja? Ganz ehrlich, mir tun die Polizeibeamten leid. Kann ich mal hier ein Foto sehen? Hier, das ist Polizei in Italien. Yeah. Oh, besser cool. Kann man wirklich den Unterschied zwischen Deutschland und anderen Ländern nicht zeigen. Und jetzt müssen wir ganz hart sein. Hier die Berliner Polizei. Ja. Hey. Wir sind eine Großstadt. Ja, nee. Ja, nein, sorry, Ilka. Großstadt, jetzt sorry. Mal zusammen. Ja. Nein, nichts gegen Opel. Ey, Leute, nichts gegen Opel Corsa, alles nein. Gut. Ist ein tolles Auto, wenn man 18 Jahre alt ist, Sarafina Chantal heißt und damit ins Nagelstudio fährt. Gerne. Das Gute ist, mein RTL hat darauf sofort reagiert, denn bald bei RTL die neue Actionserie. Ihr Revier ist die Fußgängerzone. Alarm für Scooter 1, die E-Roller-Cops. Hops, 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 hops. Das gibt's nur bei uns. Ist nur bei uns. Ja. Ich würd's gucken. Ja, klar. Ich würd's gucken. Also von mir aus soll die Polizei damit rumfahren. Ich finde diese rollenden Küchenbrettchen furchtbar. Ich bin einmal damit gefahren, prompt mit dem kleinen Vorderrad an einem Kaugummi kleben geblieben und habe mich furchtbar auf die Nase gelegt. Dauernd gibt es damit Unfälle, ist doch so, weil die Räder, die sind zu klein und die Dinger sind völlig, die sind unstabil. Man kann keine Richtungsanzeige machen mit dem Arm, weil diese Geräte sind sonst nicht fahrbar. Man kann die nicht mehr steuern. Es gibt keine Helmpflicht. Die haben ein Nummernschild, sind aber nicht versichert. Und nach einem Monat sind sie hinüber, muss ein neues kaufen. Also hör mal, da habe ich ja eine bessere Ökobilanz, wenn ich mit meinem SUV vom Wohnzimmer in die Küche fahre. So, oder? Ja, reg dich doch nicht so auf. Ja, bitte. Hast du so eine große Wohnung? Naja, also ich will das nicht übertreiben, aber so ein Sinfonieorchester braucht ja Platz. Der Kalle, was? Also abschließend lässt sich, glaube ich, sagen, wenn schon E-Scooter bei der Polizei, dann auf einer Insel, denn da kommen die Täter eh nicht weit. Das macht ja dann doch Sinn. Ja. Und der nächste Thema, diese Woche wurde, Überraschung, in Brüssel ausnahmsweise mal gearbeitet. Die EU-Kommission plant eine Gesetzesnovelle, die europäische Produkte nachhaltiger machen soll. Die einzigen Wegwerfprodukte, die noch erlaubt werden sollen, sind Bumerangs. Vor allem sollen sie deutlich reparaturfreundlicher werden. Das ist schön. Ja, ich repariere auch alles selbst. Ja, allerdings verkürze ich oft damit auch die Haltbarkeit. Weil ich Sachen repariere, die eigentlich noch gut sind. So nach dem Motto, das muss man hier doch biegen können. Ne? Man muss auch defekte Geräte nicht direkt wegwerfen. Man kann es auch einfach machen, wie ich, sie aufmachen, gucken, ob man den Fehler findet und dann schmeißt man die weg. Ja. 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 Ist ja. Aufmachen. Mal reingucken. Ja. Ist ja tragisch, ja. Jeder kennt das.
Geräte, die genau in dem Moment kaputt gehen, wenn die Garantie abgelaufen ist. Ja, stimmt. Es ist, immer so. Ist tatsächlich so. Viele Geräte haben ja nur noch geringere Haltbarkeitsdauer als eine Beziehung von Sophia Tomalla. Ich finde im Übrigen, dass auch Lebensmittel länger halten sollen. Ja, Essen wegwerfen geht für mich gar nicht. Ich schaue immer in den Kühlschrank, sehe eine große Packung Schokoladeneis mit 20 Stück in und sag mir, Scheiße, läuft ja schon in 8 Wochen ab, muss ich aufessen. Ja. Ja. Ja, früher war vieles besser. Meine Oma zum Beispiel, die hatte eine Pfanne, ein Leben lang, eine gusseiserne Pfanne. Und damit hat die alles gemacht. Nicht nur gebraten, sondern auch Nägel in die Wand geschlagen, die Koteletts weich geklopft. Ja, und wenn mein Opa sonntags besoffen vom Frühschoppen kam, da konnte er hinterher auch die Haltbarkeit der Pfanne bestätigen. So war das. Ja, eine Pfanne. Diese Pfanne war nicht kaputt zu kriegen. Ich habe aus Spaß mal probiert, mit meiner neuen Pfanne einen Nagel in die Wand zu hauen. Und, hast du reingekriegt, den Nagel? Ja, jetzt nicht in die Wand, sondern also in die Pfanne. Also ich meine, jetzt habe ich immer ein Loch im Spiegelei. Na ja, das oh. Ich finde ja, eine der besten Meldungen der letzten Woche kommt für mich aus Mexiko. Andele, dort kann man jetzt die exklusivste Event-Location aller Zeiten buchen. Um Geld zu sparen, das ist kein Spaß, vermietet der mexikanische Staatspräsident Andrés Manuel López Obrador seinen Regierungsflieger. Ja. Party in 10.000 Meter Höhe. Gut für alle, die das Besondere lieben. Schlecht für die Gäste, die zum Rauchen vor die Tür müssen. Ja, das ist klar. Ja, aber... Andrés Manuel López Obrador. Aber es ist eine gute Idee. Die machen das, um Geld zu sparen, beziehungsweise damit der Staat Geld verdient. Ich meine, das können wir doch ruhig mal konsequent auch hier übernehmen, oder? So irgendwie Christian Lindner, der den Reichstag in Berlin als Darkroom vermietet, irgendwie Reichstag oder sowas. Das wäre doch geil. Oder hier, noch besser, Habeck gibt Spinningkurse. Energiegewinnung für zu Hause, Habecks Hamsterräder, das machen wir. Oder Baerbock vermieten wir direkt als Supernanny, weil die kann super schimpfen und wenn sie weg ist, bleibt trotzdem alles beim Alten. Ist doch super. Gut. Also, ich finde so eine Doppelnutzung unserer Staatsmaschinen finde ich echt super. Also, weiß ich nicht, du kannst Steuergelder sparen und ich hätte ehrlich gesagt kein Problem damit, dass unsere Bundesflieger zum Beispiel auch von irgendwelchen Kegelclubs als Bumsbomber genutzt werden, um damit im Puff nach Barcelona zu fliegen. So eine super Idee, oder? Kannst doppelt abkassieren. Obwohl in Deutschland ist es ja unvorstellbar, weil ja ganz ehrlich unsere Leute, die Regierungsmaschinen, naja, die gehören ja zur Luftwaffe und das Problem ist, die können ja nicht fliegen. Genau. Auch richtig. Ja. Ja, aber auch da sind die anderen Länder wirklich mal wieder viel weiter als wir. Ich meine, stell dir mal vor, so ein Junggesellenabschied im Regierungsflieger, bam, und was haben wir? Bierbikes. Danke, Merkel. Ach, die macht das gar nicht mehr, nee, ne? Nee. Wie heißt die neue nochmal? Ich weiß nicht. Aber kann man eigentlich nur das Flugzeug mieten oder gibt es da noch mehr Optionen? So im L-Paket können Sie den Präsidentenpalast für Ihren nächsten Kindergeburtstag haben und im Premium-Plus-Paket können Sie sogar selbst für einen Tag mexikanischer Präsident werden. Tequila für alle! Ja! Que bueno! Schön! Das ist ja nicht mehr die Air Force One, sondern die Air Force Mambo Number 5. Ja, so heißt sie dann. Was Feiern angeht, hat mich neulich mal wieder mein Vetter Heinz Spack zugelabert. War das los, dumm Sau? Hier, Party! Ich war mal auf einer Party, da waren nur Frauen. Ein ist gut, hör auf damit. Ja, pass auf hier. Und da gab es für die Damen ganz spezielle Sachen aus Plastik. Verstehst du mich? Um Gottes Willen, das will ich wirklich keiner hören. Hier, und zwar Tupperdosen. Tupperdosen hier, 350 Stück haben die mir angedreht. Leck mir am Arsch. Hier, das ganze Wohnzimmer ist voll. Ja, was machst du denn jetzt damit? Ja, was denn schon? Einfrieren. Ja, aber was? Ja, die 280 Rollen Klopapier, die ich von Corona noch hab, dumm Sau. Übrigens, hier oben könnt ihr unseren Kanal abonnieren. Wenn ihr diese Folge nochmal sehen wollt auf RTL Plus, einfach hier klicken. Und für weitere Videos einfach hier oben klicken. Ganz einfach.